Und dann meinte einer einfach, ja, komm, wir scheißen dem auf sein Auto. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, okay, das wird er jetzt wohl nicht ernst meinen und wir gehen da halt so lang. Dann der Typ stellt sich auf das Auto drauf, zieht sich die Hose runter und kackt ihm einfach auf die Windschutzscheibe. Und ich bin, nein, als ich das gesehen habe, bin ich um mein Leben gelaufen. Ich schwöre es euch. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Assi-Runde, zur nächsten Assi-Runde. Und heute ist mit dabei natürlich Malte. Ja, hi. Und Manuel. Yo, du Faggot, Alter. Diese Ansage, die... Von Burgenshaus. Merkst schon, dynamisch. Sogar mein Name wird erwähnt. Das ist krass. Ich meinte natürlich... Hä? Du meinst sorry, Hermann oder nicht? Ich meinte Hermann. Wer ist Malte? Wer ist Malte, kenn ich nicht. Ja, aber unser Gast heute, ich würde sagen, der stellt sich mal selber vor. Und wir haben heute dabei den... Den Harald. Tag, ihr Pimmelbären. Ach, ich habe jetzt erwartet, dass du Nasenbären sagst. Okay, ja, nice. Ja, für euch habe ich was Spezielles mir ausgedacht. Ich habe mich auch top vorbereitet. Ich sitze hier im Feinripphemd. Oh, geil. Bierflasche? Jetzt, ja, mit Bierflasche. Moment, ich halte mal kurz rein in die Kamera. Bier. Ja, oh, der Harald hat auch Facecam. Nice. Billig aus dem Supermarkt und eine Woche lang nicht rasiert. Und zwar an keiner Körperstelle, würde ich sagen. Das ist geil, das feiere ich. Und jetzt extra noch eine ganze Woche lang RTL 2 geguckt. Boah, du bist top vorbereitet. Das heißt, dein Gehirn sowas läuft schon aus deinen Ohren raus. Ja, meine zwei Zellen, die ich noch habe, ja. Das heißt, sein Gehirn funktioniert jetzt ungefähr so wie unser Gehirn. Sagt man nicht immer bei Leuten mit Glatze, dass das Gehirn aus dem Kopf rauswächst und du hast ja in der Mitte deines Kopfes noch einen Strang Haare. Heißt das dann, dass quasi deine Haare aus deinem Gehirn wieder rauswachsen? Hä? Was denn so ein Scheiß gehört? Menschen mit Glatze haben einfach nur unglaublich große Pimmel. Das ist die Wahrheit. Ja, also so eine Vorbereitung wünscht man sich doch hier. Da nehmt euch mal ein Vorbild daran, ja. Macht auch mal Hausaufgaben und bereitet euch mal für die Schule vor. So sieht's aus. Ja, Harald, was ist denn heute unser Thema? Das ist nämlich heute das Thema, was du mitgebracht hast praktisch, ne? Ja, ich wurde genötigt, dass ich euch eine Kack-Story erzähle. Das Thema heißt Kacken am Friedhof. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und ja, Harald, dann würde ich einfach sagen, the stage is yours. Also ich sag mal so, das klingt jetzt spektakulärer als es ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also eigentlich habe ich zwei Kack-Stories gerade so auf Lager. Kennt ihr das, wenn man kacken muss und gerade irgendwie kein Klo in der Nähe ist oder so? Ja. Das ist ganz schlimm sowas. Ja. Und in meinem langen Leben war das eben jetzt schon zweimal der Fall und unter anderem einmal beim Joggen. Und da war ich in der Pampa unterwegs. Soll ich Pause machen? Ihr könnt erstmal. Nee, ist schon gut. Ihr könnt erstmal fertig lachen. Ich stelle mir immer nur gerade die Situation so vor, ja, wie man joggt und sich dann die Arschbacken zusammenhält. Ja, stellt euch das mal gut vor. Man muss laufen, ja, man muss ja auch locker bleiben und so, das ist ja wichtig. Und gleichzeitig muss man hart sein. Scheiße raus, ey. Damit das eben nicht entfleucht, ja. Und das war in Nürnberg, da bin ich an der Pegnitz entlang gejoggt. Es war sau heiß. Ich hatte eine Pulsuhr dran. Das ist auch ganz wichtig für die Geschichte. Und ja. Am Friedhof dann plötzlich, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, ja. Es war tagsüber und ich musste einfach so dringend kacken. Und da bin ich gerade an dem Friedhof vorbeigejoggt und dann habe ich mich da ins Gebüsch reingeschlagen und direkt an der Friedhofsmauer. Und man musste so sehen, also das Gebüsch war nicht so dicht. Also da war noch diese Angst dabei, gesehen zu werden, ja. Und das hat alles zusammen auf meine Pulsuhr. Ich habe drauf geguckt, ich hatte 220 Schläge. Und ich also nur durch diese Angst quasi. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich noch joggen, ja? Also da komme ich viel höher, wenn ich einfach an die Friedhofsmauer kacken gehe. Und seitdem bin ich nicht mehr gejoggt. Das ist die Geschichte. Seitdem an die Friedhofsmauer chillen, bisschen ein abseilen, Alter. Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, glaube ich. Ich muss noch was trinken. Kennt ihr das Bild von dem einen Jogger, dem einfach die Scheiße an den Beinen runterläuft? Daran muss ich die ganze Zeit denken. Das war aber kein Jogger, glaube ich, das war ein Marathonläufer. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, sogar durchaus üblich. Das war einfach beim Laufen weiter, das war einfach Scheiße, was? Ja, zum Not müssen sie halt mal rauslassen. Ich meine, Zeit ist Geld, ne? Junge. Das stimmt, so wie die ganzen Leute auf dem Fahrrad, die da einfach runterpissen. Nicht einfach in eine Flasche oder so? Da fällt mir gerade ein, kennt ihr den Marathonlauf der Blasenkranken? Nee, erzähl. Kennst du nicht? Nee. Das ist Monty Python. Monty Python kennt ihr aber, oder? Ja, klar. Und das war die wunderbare Welt der Schwerkraft, glaube ich, der Film. Und da ging es eben um einen Marathonlauf der Blasenkranken und die mussten irgendwie alle 30 Sekunden aufs Klo. Und das war immer sehr lustig, weil die dann immer raus sind ins Gebüsch, ja? Und dann immer der Nächste wieder reinkam, wieder raus, wieder rein. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man mal sehen. Also vielleicht mal bei
bei YouTube mal gucken, ja? Marathonlauf der Blasenkranken mal eingeben und dann anschauen. Sehr lustig. Ja, krass. Okay. Ja, einfach mal gegen die Fitnessmaus gekottet. Ja, Wolf, Vince, wenn du dich schon so erfolgreich hier einbringst, was ist denn, hast du denn mal so eine schöne Story erlebt? Ja, auf jeden Fall. Ich war da letztens bei so einem komischen Öko zu Hause, ne? Und das hat sich erstmal in die Wohnung gekottet. Das Klo war besetzt. Da dachte ich mir, ach, die Haare sehen genauso aus wie, so, wie eine schöne Keramik, Alter. Und dann habe ich da erstmal reingeschissen, ey. Kennen wir den Öko? Ja, ich glaube, der heißt. Namen. Der heißt. Dessou mit Nachnamen. Ja, Dessou. Warte, S.Dessou. Nee. Simon. Simon D. Das ist diskreter. Ach so, ja. Da, ja, ich war von dem schon mal gehört. Der hat doch so Cornrows, oder? Der macht doch so YouTube-Videos. Ja, wohnt ihr zusammen oder was? Nee, wir wohnen nicht zusammen, aber die kommen einfach zum Kacken hierher. Wir halten halt immer ein bisschen an. Ja, es ist halt je nach Vorlieb. Manche kacken halt vor Friedhöfe, manche kacken in die Häuser von Freunden. Oder manche also kacken in die Dreads von Simon. Aber ich kann euch da auch mal eine passende Geschichte zu erzählen. Wenn wir jetzt schon über Code-Stories reden. Ja eben, ich dachte, ihr habt auch was. Ich hab da eine Geschichte, aber da war ich noch was jünger. Ich sag mal... Noch jünger? Ja, da war ich noch was jünger. Nicht da war, Geschichten, wo du jünger warst. Doch, da war ich so... Ich weiß nicht, immer. Wir waren früher auf dem Golfplatz. Oh nein! Also, wir waren... Oh nein! Hast du ins Loch geschissen oder nein, warte. Wir waren so richtig... Wir waren so richtig mit so einer versnobten Family unterwegs und die sind halt auf dem Golfplatz und so richtig so voll die rich people alles, ne? So richtig versnobte Gesellschaft. Meine Mutter war da eingeladen, ne? Und ich auch. Und dann war ich halt auf dem Golfplatz und der war einfach mal riesig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein riesen Golfplatz das war. Es war wirklich einfach nur enorm riesig. Und ich dachte so, ja, geil, geh ich mal spazieren, geh ich mal hier sozusagen mal alles erforschen und gucken, ob ich Golfbälle finde. Ich so, mein T-Shirt, kennt ihr das, wenn man das T-Shirt so nimmt und dann in das T-Shirt so Sachen reinpackt, also dass man das so hochhält wie, ja, so, ein, ja, wie so eine Schürze. Ich hatte schon so 30, 40 Golfbälle gesammelt, war aber schon am Arsch der Welt. Ich habe nicht mehr den Weg zu diesem Restaurant gefunden, weil der Mittelpunkt irgendwie vom Golfplatz oder irgendwie am Rand vom Golfplatz gab es ein Restaurant, wo meine Mutter halt die ganze Zeit drin war. Da haben die dann irgendwas gegessen und haben sich unterhalten und außenrum war halt ein Golfplatz. Und ich war einfach so weit in der Golfplatzwildnis und mit meinen ganzen Golfbällen, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war. Und dann musste ich aber plötzlich so dringend kacken. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Das war bestimmt, ich weiß nicht, so lange ist das nicht her. Ich glaube, das war so 10 Jahre irgendwas. Ja. So. Das hätte ich jetzt auch gefragt, wie alt du da warst, weil ist ja klar, ne? So 18 Löcher auf einmal, das kann einen schon ein bisschen überfordern in dem Alter, ne? Richtig. Eben. Dann dachte ich mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich war mitten auf einer riesigen Fläche, hab irgendwo am Horizont habe ich noch so ein Stück Wald gesehen, da habe ich da noch so, aber es war alles so weit weg und ich musste so drin kacken. Ich habe meine Golfbälle festgehalten, habe meine Beine zusammengekniffen und habe versucht, in dieses Restaurant zu kommen, weil ich dachte, da gibt es bestimmt eine Toilette. Habe es aber nicht mehr geschafft. Dann lief ich so an so einem Golfloch vorbei. Oh nein. Und dann habe ich mir gedacht, als ob. Na gut, ohne Witz, Manuel, ohne Witz, ich dachte mir, na gut. Was soll ich machen? Das hab mich da hingehofft. Du hast doch nicht eingelocht. Ich Kanne ins Loch gekommen. Du hast doch nicht eingelocht. Ich hab eingelocht. Nein! Oh nein! Ich wollte nicht auf die Wiese scheißen. Jetzt, Simon, denk die Geschichte immer weiter. Da hat dann irgendjemand mal Golf gespielt. Muss ja auf ich das als Dach. Leidenschaftlicher Golfspieler. Und dann greift von das dir. Loch und will seinen Ball raus. Und dann der greift er einfach nur in Scheiße rein. Das ist nicht schön dünn und das war so schön flüssig, Alter. Und nee, es war so. Es ging eigentlich. Also, es war so ein schöner Stuhl. Ich habe mir auch kaum den Arsch abwischen müssen, weil er hat auch nicht die Möglichkeit. Und naja, auf jeden Fall. Und war tief genug, das Loch? Also, ja, also, es war jetzt nicht mega tief, aber die Wurst, die war gut versenkt. Und ich habe dann einfach nur so gedacht, schnell weg. Bin dann halt gerannt mit meinen ganzen Golfbällen, habe dann irgendwann halt das Restaurant wieder gefunden, habe aber keinem was bis jetzt davon erzählt. Also, es weiß jetzt eigentlich, wusste es bis jetzt keiner, jetzt wüssten es so vielleicht 20.000. Nein, 7. Ja, super, plus. Super. Mensch. Ich hab da noch mal eine Frage. Habt ihr eigentlich alle feste Jobs? Also ich bin gelernter Erzieher, ja. Aber mache jetzt ein Jahr Pause, bis ich studiere. Okay. Ich studiere. Okay, da fliegt man nicht raus, ne? Nee, wir wissen schon, was wir hier mit dir zu tun. Ja, aber die Sache ist, falls jetzt derjenige, der einmal in so ein Golfloch mit Code reingefasst hat, gerade unter euch weit, unter euch Zuschauern, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wer hat in Code gefasst? Ja, das wird wieder, jetzt kommt wieder, endlich habe ich dich, du mit deinen hässlichen Dreadlocks. Okay, pass auf, in die Richtung geht meine Geschichte nämlich auch. Oh, und zwar, jetzt ist gut. War ich mit ein paar Kollegen. Ich bin aufgeregt. Die wohnen so ein bisschen außerhalb im Dorf. Und
man macht sich ja schon mal als Jugendlicher ein bisschen Spaß. Da waren wir bestimmt schon älter, so 16, 17 oder so. Und man macht sich ja so einen Spaß und kickt manchmal einfach die Straßenlaternen aus. Und wenn man unten gegentritt, gehen die oben aus, gehen danach zwei Minuten wieder an. Echt, das kenne ich gar nicht. Als ob ja, ja. du das nicht kennst, Alter. Ich wette, du hast alle mit deinem Kopf kaputt gebummt. Ist echt so. Also du kannst einfach unten gegentreten und dann geht oben irgendwas. Ja. Auf jeden Fall gehen die gehen danach dann wieder. Aber wir haben so mega nicht nachmachen zu Hause, liebe. Genau. Wir haben so mega, mega dicke Laternen. Bei uns geht das, glaube ich, nicht. Du musst fest genug gegentreten. Okay, okay. Das wird wahrscheinlich gehen. Und okay. Auf jeden Fall haben wir das da immer gemacht und dann war auch ganz lustig und dann war da halt irgendwie immer so ein Typ, der meinte, ja, mach das nicht, ihr kleinen Pisskinder und so, und der war halt so ein bisschen aggro. Und dann meinte einer einfach, ja, komm, wir scheißen dem auf sein Auto. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, okay, das wird er jetzt wohl nicht ernst meinen und wir gehen da halt so lang. Denn der Typ stellt sich auf das Auto drauf, zieht sich die Hose runter und kackt ihm einfach auf die Windschutzscheibe. Und ich bin, als ich das gesehen habe, bin ich um mein Leben gelaufen, ich schwöre es euch. Und was ist mit dem Typ gewesen? Hat das irgendwann herausgefunden? Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß, keine Ahnung, aber stell dir mal vor, du stehst auf, hast einfach Scheiße auf deinem Auto. Das ist echt ein bisschen kacke. Stell dir mal vor, da geht der Windschutzscheibe an. Die das ist echt ein Ekel. Also macht lieber das mit den Laternen, als auf Autos zu schießen. Ja, vor allen Dingen, da hat auch irgendwelche Beulen dann gehabt, das Auto. Das ist ja das Schlimme. Ich meine, wenn mir einer aufs Auto scheißt, okay, ja. Da warte ich, bis es regnet oder so. Aber wenn du dann irgendwie so Dellen drin hast, das ist nicht so schön. Da kann ich nichts zu sagen. Ich war nicht nah genug dran, aber ich habe leider gesehen, wie die Wurst aus. Du warst nicht nah genug drin, ja. Ja, also auch hier der Aufruf, falls der Mann hier gerade unter uns ist, der mit dem bekackten und verbeulten Auto, hier haben sie den Verbrecher. Ich war da drin. Nee, Mann. Hermann war es nicht. Hermann war es nicht. Das war der. Der andere war es. Der Bekannte, der Freund. Emanuel, du kennst ihn sogar, aber egal. Ja, ja. Was? Wie? Nein. Okay. Ich sag's dir nachher. Ich muss gleich den Namen sagen, ich komm da wahrscheinlich nicht mehr auf mein Leben klar, ey. Oh, gute Sache, ey. Yo. Gut. Also haben wir echt einfach ein paar Kack-Stories erlebt. Und, ich erzähl jetzt euch eine richtig heftige, okay? Na, okay. Okay. Also, ich war so zu Hause, ne? Hast du gechillt? Jetzt sag ich so, ja, nicht sowas wie eben bei mir, dann kommst du mir vorbei und scheißt mir in die Haare. Da musst du dich so richtig scheißen, ne? Komm, jetzt erzähl. Da bin ich aufs Klo gegangen und hab gekackt. Oh, krasser Abschluss dieser Folge. Also das war ein Leben am Limit. Ich hatte einen Puls, ich hatte 7 Pulsmonate, ne? Schon mal Puls! Er war auf 777, ne? Weil ich hatte halt richtig Angst, ne? Was für los, Alter? Ich hab meine Mutter gemerkt, dass ich er hat einfach Angst, weil er beim Disco-Kack war. Alter, weil seine Mutter kriegt sein Licht an. Du machst hier meine Lebensgeschichte madig. Das ist ja unglaublich. Ja, Gott, ich hab noch eine Sache. Kennt ihr das? Wenn ihr zum Beispiel ein Mädchen seid, was ihr noch nicht so lange kennt und ihr müsst scheißen. Und dann. Und ihr wollt nicht scheißen gehen, weil es dann die ganze Toilette voll steht. Vor allem haben die Personen dann immer, bei denen das unangenehm ist, haben immer ein Klo, wo dann kein Fenster drin ist, sondern nichts in der Art. Oder? Der nicht funktioniert. Und ihr scheißt dann da drin. Und ihr scheißt. Und ihr wollt nicht, dass die auf Toilette geht oder so. Und dann geht ihr dann direkt nach euch. Und das ist dann der Vorteil, wenn man verheiratet ist. Ja, da ist sowieso alles. Klar, scheißegal. Ja, das ist bei mir und Katie auch schon. Die Liebe ist schon verblasst, ey. Nee. Es ist einfach vorbei. Es gibt auch die Theorie, dass man, wenn man nicht miteinander scheißt und furzt, dass man dann nicht wirklich Liebe empfindet. So. Ja, ich würde, darf ich mir eine Sache zum Ende wünschen. Das gibt's normalerweise nur im Donnerstag, aber darf ich einmal die magische. Die magische. Bitte, ich möchte die magische Miesmuschel zum Ende befragen. Ich liebe sie einfach so. Ja, chill. Ich weiß nicht, noch was Wichtiges. Zu deinem Geburtstag schenke ich dir ein Android-Handy, ey. Oh, das ist so geil. Dann, ohne Witz, so ein billiges. Dann nehme ich das zweite Handy und nehme ich nur für die magische Miesmuschel. Ich würde dich gerne auch fragen. Manuel, das raussucht einfach mal im Bauch herum, denn mir ist warm. Er macht einfach so. So, los geht's. So. Magische Miesmuschel. Wie fandest du unsere Code-Story? Fandest du sie gut? Gewiss nicht. Nein, scheiße. Aber, okay. Aber die Code-Story, ne? Ja. Die Code-Story von Manuel am Ende war die beste, oder nicht? Gewiss. Erst sagt die gewiss nicht und dann gewiss. So eine krasse. Ja, Leute, falls ihr der magischen Miesmuschel zustimmt oder auch nicht, schreibt es in die Kommentare. Über eine Wertung würden wir uns auch freuen. Harald Frenkel, der Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Er hat es auch aufgenommen und er hat sogar mit Facecam aufgenommen. Und das ist, was ich mir unbedingt angucken muss. Und
Der macht auch noch andere Sachen. Er macht so Simulationsspiele meistens, also Euro Truck Simulator. Erzähl doch mal. Außerdem hat er das beste Intro aller Zeiten. Das, oh, ohne Witz, das Intro. Ihr müsst das Intro sehen, ihr werdet es einfach nur das feiern. Das hat die magische Miesmuschel eingesprochen. Ohne Witz. Die magische, Harald vorhin hat gesagt zur magischen Miesmuschel. Magische Miesmuschel, kannst du mir ein Intro einsprechen? Ja. Gewiss. Ja, und dann ging's los. Ja, Leute, dann würde ich sagen, morgen gibt's wieder eine Folge morgen gibt's wieder eine Folge Assi-Runde. Darf ich mir eigentlich auch was wünschen oder ist das bei Gästen nicht so? Na, natürlich darfst du was wünschen. Ich wünsche mir gerade so einen ganz großen Ausgang, also wo ich ganz, ganz schnell einfach verschwinden kann. Das wäre super. Okay. Also, der Boden dann, putzt dann, sich auf, du bist weg und Dann sagen wir mal ganz kurz die magische Miesmuschel, dann muss das Bild entscheiden. Ist sie noch an? Ja, cool. Ja. Warte. Sag. Ja, kann der Harald sich endlich mal verpissen? Kann der Harald sich endlich mal verpissen? Nein. Was? Du musst hierbleiben, Harald. Und das bedeutet, Leute, dass ihr nämlich morgen die Folge mit Harald auch seht. Genau. Ja, also morgen gibt's dann bei Broken Zooms dann die Folge und die nächste. Und dann würde ich einfach sagen, bis morgen, haut rein. Sayonara, ihr Biatches. Und schaut auf jeden Fall beim Harald vorbei. Ja, ciao. Kackstory. Ja, schönes Leben noch. Er darf nicht gehen, der Harald bleibt bei uns. Ciao.